Hey Leute, ich habe gerade, wo ich so durch den Wald gestromert bin, eine neue Quest entdeckt. Und zwar geht die darum, dass ich ein Feldlabor gefunden habe und ich es wieder intakt setzen soll. Was stand da gerade? Ein Ort, an dem man Essen kochen kann, das weiß ich. Aber ja. Da kann man, glaube ich, nichts mehr machen, oder? Gerade. Nö. So. Ah. Hier ist ein Korb. Und lustigerweise ist da alles schon drin gelagert, was ich jemals hier, also allgemein in die Körbe reingeschmissen habe. Das ist ziemlich gut, weil wir sind sehr voll. Schmeiß ich mal alles rein, was wir jetzt nicht brauchen. Ja, kochen können wir jetzt gerade eh nicht. Und dann kann man das auch da rein tun. Wir müssen das innen jetzt mit Strom leiten. Sind viele Tiere, aber die interessieren uns jetzt nicht. Mich interessiert da das hier noch. Was ist das? Gefahren Pandoras, eine Notiz. Aha. Innen drin ist auch noch was. So wie ich das sehe. Ja. Hier. Alex Aufzeichnung, Biodiversität. War das andere noch? Hier. RDA. Essensration. Blendgranate. Hier ist der Kasten außen, oder? Hier. So, jetzt ist das Strom reingeleitet. Wir müssen an dem Knotenpunkt oder an dem Stromkasten. Eventuell muss man da auch erst aufschießen. Nein! Der macht mich verrückt. Diese Waffenwechsel macht mich verrückt. Nein. Warum kann ich das nicht machen? So, wir müssen erst von der anderen Seite außen. Ich dachte, wir können einfach eine Kette machen. Können wir aber nicht. Wir müssen tatsächlich von der anderen Seite. Jetzt können wir das in der Mitte. Und das letzte. Erledigt, Alex. Das Feldlabor ist aktiv. Wundervoll. Ich empfange bereits Daten von deiner Seite. In den Laboren wurde viel geforscht, aber nichts wirklich zu Ende gebracht. Wertvolle Daten nicht genutzt. Ein Terminal sollte mit dem Hauptquartier verbunden sein. Lass uns das mal checken. Probier bitte jetzt aus, ob es aktiv ist. Einzelteile, 4 Stück, das ist cool. Kann ich jetzt eigentlich die Sachen herstellen? Nee, ich brauche die Sachen tatsächlich in meinem Beutel, was total nervig ist. Warum kann ich das nicht von dem Inventarkasten rausnehmen? Das ist ja... Ja. Ja. Lassen wir das. Alex, hörst du mich? Laut und deutlich. Großartig. So ein Terminal ist in jedem Labor. Prüf sie dann bitte alle. Man weiß ja nie, wann etwas Interessantes aus dem Hauptquartier kommt, oder?
Over. Aber schon interessant, dass wir das einfach anschalten und angeschaltet lassen, weil die RDA könnte das ja auch nutzen. Theoretisch, oder? Jetzt gucken wir mal, was wir kurz brauchen. Und ich besorge uns dann, was wir brauchen. Wir brauchen Bast. Ich glaube, Bast. Bast habe ich nicht. Also Äste habe ich, logisch. Jetzt können wir nach Bast suchen. Was haben wir hier? 178. 5% Fern. Ja, Fernkampfwiderstand ist für mich sinnvoller tatsächlich. Aber mir gefällt es besser. Schwachstellenschaden. Gut, wir haben Moos und wir haben Zähne. Das kann ich gleich machen. Moos und Zähne. Schwere Haut und Rinde. Moos, Zähne, schwere Haut, Rinde. Faser und Zahn. Gut, ich versuche es zusammenzusuchen und wir sehen uns gleich hier wieder. So Leute, alles haben wir nicht in der Menge, aber dennoch etwas. Wir können uns das hier craften. Was schon mal ziemlich viel hilft. Rüsten uns natürlich auch gleich aus. Der Armschutz. Ich habe keine bessere schwere Haut. Aber den hier können wir uns zumindest machen. Rüsten uns natürlich auch diesen gleich aus. Bei Lendenschutz, glaube ich, habe ich keine Fasern. Nee. Ich habe keine Fasern, leider. Was mich sehr ärgert. Die Fasern wären halt echt geil. Und jetzt fehlt uns noch Äste. Um einen besseren Bogen zu kriegen. Oder hier natürlich Wurzeln. Aber Wurzeln haben wir auch noch nicht. Vor allem nicht bessere. Also Äste können wir uns kurz holen. Da müssten wir haben. Ihr lasst mich nicht falsch liegen. Bast habe ich da. Warum habe ich Bast mitgenommen? Zähne brauchen wir gerade, glaube ich, nicht. Ich lasse sie mal drin. Ich weiß es gerade nicht. Äste. Äste, 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 Äste. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. So. Dann müssten wir das jetzt auch machen können. Immer erst die falsche Seite, man kennt's. Da ist es mit Wurzeln, das geht nicht. Aber. Scheiße, wir brauchen einen besseren Ast. Ich finde übrigens lauter Äste. Ich sammle die ganze Zeit bei Regen. Ich habe aber noch keinen besseren Ast gefunden. Na gut, dann machen wir halt erstmal den. Dann halt erstmal den. Zielsicher. Ich akzeptiere ihn einfach mal nur. Weil ich einmal kurz gucken muss. Wurzeln. Haben wir noch nicht gefunden. Weil ich einmal kurz gucken muss, ob das Sinn macht, den auszurüsten. Schaden. Also den hier ausrüsten macht auf jeden Fall Sinn. Die anderen logischerweise nicht.
Mods haben wir leider nach wie vor keine. Bis auf die hier. Nehmen wir natürlich den Schwachstellenschaden mit. Warum hatten die ein Sternchen da oben dran? Weil ich den gecraftet habe. Wie süß. Wird auf jeden Fall ziemlich viel. Okay. Dann legen wir alles wieder ab. Weil das Materialien sammeln macht schon Sinn. Wie ihr seht. Irgendwann muss ich mal die Waffen da auch wegschmeißen. Gerade das alte Zeug, was wir jetzt natürlich nicht mehr brauchen. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Unsinn dabei habe. Auch mal alles gar nicht mehr. Die besseren Bögen reichen logischerweise. So. Noch habe ich nicht alle Essensslots voll. Das heißt, ich werde einmal kurz noch kochen gehen. Das müsst ihr euch nicht antun. Das werdet ihr dann gleich sehen, was ich Leckeres zubereitet habe. Würde ich sagen. Bis gleich. Schaut mal, Leute, was ich gefunden habe. Ich bin gerade auf dem Weg, straight. Eigentlich hierhin. Von da. Hier rüber. Und habe jetzt hier einen Glockenzweig gefunden, was immer das ist. Eine Wiese des Lichts, Schnellreisepunkt, den ich wohl freigeschalten habe, unabsichtlich. Okay, und das hier ist ein Glockenzweig. Okay. Oh, wir haben unsere Gesundheit gesteigert. Das ist gut zu wissen. Weil das heißt, ja, dass wir Gesundheit steigern können. Ich weiß nicht, ob das auch ein Glockenzweig ist. Ich punkte ihn einfach mal an. Und dann geht es wieder querfeld ein. Weil das aber wirklich nur... Wow. Laufen. Eigentlich Schaden bekommen. Und mehr nicht ist. Ja gut, ein bisschen sammeln noch. Würde ich sagen, ich schneide es euch wirklich rein. Weil es macht keinen wirklichen Sinn, da zuzugucken, wie ich da sammle. Weil das wirklich Spaß macht, ne? Lass doch deine Frucht sammeln. Auch deine bessere Zutat von. Ich krieg aktuell nur gut. Nein, nein! Ich hab's gesehen. In dem Moment, wo ich's gesehen habe, hat's mich hochgejietet. Who cares? Wieder Natternwölfe gewesen. Die verfolgen wohl irgendein armes Tierchen. Aber wir gehen fast straight daran vorbei. Weil ich nicht weiß, ob wir da hoch müssen. Ja. Also wie gesagt, es ist nur laufen. Dauert auch eine Weile, bis ich jetzt an diesem Punkt bin. Okay, es sind keine Natternwölfe, es sind die anderen Viecher. Aber genauso nervig. Ist das nochmal der Glockenzweig? Ja! Das gefällt mir. Das können wir gerne so weiterführen. Wieder hier hochkommen? Ah ne, muss ich gar nicht. Ich kann hier einfach raus. Geschickt. Dann, ihr Süßen, bis gleich, bis zum nächsten Wegpunkt auf der Karte. So, ihr Süßen, jetzt sind wir hier in der Nähe. Oh, okay, und auch in der Nähe von Navi. Ist es hier nicht wunderschön? Ich will es nur... Hi. Am liebsten spinne und koche ich. Versuche zumindest zu kochen. Das war das, was du sagen wolltest?
Das ist, ja. Ah, das ist wieder ein Feldlabor. Tatsächlich gar nicht da, wo ich hin wollte, ne? Ich wollte eigentlich zu dem Setzling. Egal. Dann lasst uns noch ein Feldlabor machen. Hier muss es ja sicher sein, weil... Da draußen sind ja Navi. Oder? Nur wissen, wo man es anschalten muss. Ah, jetzt wird angezeigt. Da noch nichts ankommt. Und da draußen ist es. Da draußen wollen wir es anschalten. Ah, jetzt komm, echt jetzt. Hat echt eine scheiß Range. Muss man schon mal sagen. Ich glaube, das müssen wir mal skillen. Das Teil. So. Und in der Mitte verbinden wir. Und hier verbinden wir auch. So. Wieder aufgeladen. Okay. Wir könnten jetzt wieder Sachen herstellen. Kriegen Ersatzteile. Noch etwas. Da hinten sind noch ziemlich viele Tierchen. Na, nur eins. Ziemlich viel ist mit einem gleichzusetzen. Hey, beschäftigt? Dumme Frage, ich weiß. Aber naja, ich brauche Hilfe. Ich bin in Kontakt mit einem Piloten. Louis De Luca. Er hatte endlich genug von der RDA und hat ein Skorpion mit Medizin geklaut. Ist ihm was passiert? Genau das weiß ich eben nicht. Ich habe geschätzt alle 14 Sekunden versucht, ihn zu erreichen. Was, wenn er erwischt wurde? Kein Problem, Priya. Dann hat er ein Problem. Ich werde nach ihm suchen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Auf dich ist Verlass. Ich schicke dir die Koordinaten. Dankeschön. Aber? Nein, danke, nicht jetzt. Ach, guck mal doch, das sind ja auch die Hexatierchen. Das sind doch einige mehr, als ich gedacht habe. Hier unten haben wir wieder einen. Ein Ruheplatz, ja. Und hier unten haben wir wieder ein Körbchen, in dem ich mein Sanmelsorium reinschmeißen kann. So. Und dann müssten wir halt echt theoretisch dahin. Da sollten wir hin. Kommen wir dahin ohne weiteres? Ich mag diesen Wurm übrigens. Der ist cool. Oh ja, komm, gehen wir nach oben. Kann man runter? Das interessiert mich jetzt weniger. Da kann man auch hoch. Aber da müssen wir gar nicht hin. Dann gehen wir hier weiter. Da wird wieder irgendein Tierchen gejagt oder mehrere. Die Armen. Aber das ist das, ja, der Kreislauf des Lebens, ne? Kann man nicht viel machen. Ist nicht Nacht, da muss ich die Pilze gar nicht sammeln. Wer redet da? Zeige dich! Oder ging das gerade von mir aus? Da ist niemand. Okay. Hallo. Hat sie... Bitte komm her. Ich habe etwas zu teilen. Da Sei bist gegrüßt. Du. Schön, eine Freundin zu treffen. Hi!
Falls du jemals faulen Geruch in der Luft bemerkst, heißt das, in der Nähe ist eine dieser vielfingerigen Pflanzen geplatzt. Lass dich... Hier, nimm das. Ein Geschenk für eine gute Zuhörerin. Warum hat's jetzt da den Dialog abgebrochen? Ich habe nichts gedrückt. Manchmal ist es wirklich... Also, wenn ich was bemängeln müsste an dem Spiel, dann keinesfalls hier die Natur, die mir echt gut gefällt. Bis jetzt. Also, ich kann mich noch nicht satt sehen. Sag nochmal was. Wo bist du denn? Wo ist die denn hin? Das hat doch nach vorne angezeigt, oder? Bist du nach wie oder bist? So oder so, ich will dir nichts Böses. Da. Bin voll an euch vorbeigelaufen. Hi. Hallo, Freund. Hi. Hier, das könnte gegen Himmelsmenschen helfen. Och, wie nett. Eine Kapsel. Naja. Man nimmt, was man kriegen kann, ne? Nein! Immer wenn ich merke, dass ich da drin bin, ist es schon zu spät. Mensch. Das sind die kleinen Viecher. Ist der da oben? Natürlich ist der da oben. Komme ich denn da hoch jetzt? Jetzt hätte ich gerne noch in diesem Part drin tatsächlich. Ist ja nur dieser Setzling, nur in Anführungsstrichen, ne? Ah, die Viecher sind ein bisschen aggressiv, aber soll uns jetzt nicht aufhalten eigentlich. Mal gucken, ob wir es schaffen, hier hochzuklettern. Mit ein bisschen klitschen. Nein. Nein. Ich will da hoch. Lass mich doch einfach da hoch. Ich gehe außenrum hoch. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ist eigentlich viel zu einfach für mich. Ich möchte schon ein bisschen skillig da hochkommen. Jetzt, wo bist du? Mein süßer Setzling. Echt, jetzt, der ist weiter weg? Hey, ich bin extra hier hochgejumpt. Das ist, dass er einfach gar nicht da ist. Wo können wir wieder runter? Ja. Navi halten tatsächlich ziemlich viel aus, solange da ein kleiner Absatz ist. Können wir da schön runterschlittern. Und jetzt komm, wir müssen ein bisschen zackig jetzt machen. Wow, da ist ein Loch. Da will ich aber nicht rein. Weil es mega interessant aussieht, ne? Ja. Da, wo man wieder hochjumpen kann dann. Schön. Das sind wieder Jagdviecher. Die wir einfach ignorieren. Die Eier ignorieren wir jetzt auch. Da will ich auch nicht mehr reinrennen. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Setzling. Ist der eventuell da unten? Sind wir denn da? Ja, wir sind da. Dann jump it. Wo ist er denn? Hier müsste er irgendwo sein. Ah, ich hab ihn. Nein! Okay, da muss ich jetzt irgendwie schaffen, da reinzukommen. So.
Darüber zu kommen ist kein Problem. Komm ich da auch rein? Ja. Ach, schaut mal, Leute. Gott sei Dank, wir können uns die Skillpünktchen noch holen. Haben jetzt zwei, oder? Müssten jetzt zwei haben. Was machen wir noch? Zusätzliche Munition brauchen wir jetzt erstmal nicht. Schaden wird erhöht, ist natürlich immer geil. Das geht noch nicht. 15 Schaden gegen markierte Feinde. Ich kann doppelt so viele Sachen bei mir tragen mit Schusswaffenmunition. Allgemeine Schaden wird um 5% erhöht. Was auch gut ist. Gegen Schwachstelle netter. Kann ich eh nicht machen. Kochzutaten brauche ich wahrlich nicht noch mehr. Und gegen Wildtiere brauchen wir es jetzt auch nicht. Kampfstärke vom Essen brauchen wir jetzt auch nicht. Sammeln fällt dir leichter, sodass du mit großer Wahrscheinlichkeit unter tadellosen Bedingungen sammelst. Jetzt besser wäre, wenn ich besseres Zeug kriegen würde. Weitere 5 Kochzutaten tragen. Ist aber alles nicht so wirklich, ne? Sollen wir dann auf Schaden gehen? Da wird der allgemeine Schaden halt erhöht. Gegen markierte Feinde. Ich weiß nicht, was ein markierter Feind ist. Die Pflanzen erlittener Schaden ist 50% reduziert. Ist wurscht. Du hältst zusätzlich 50% deiner allgemeinen Energie. Das hört sich halt geil an, ne? Das haben wir auch schon. Verzehr von rohen Kochzutaten stellt doppelt so viel Energie wieder her. Heilungsbeutel wird um 1 erhöht. Ne, komm, wir gehen auf Schaden. Wir gehen jetzt auf Schaden. Wenn ich schon... nicht so oft treffe, dann... Dann sollte ich wenigstens ein bisschen mehr Schaden machen, wenn ich treffe. Das nächste Mal, ihr Süßen, treffen wir uns wieder hier und gehen dann weiter zu unserer Quest, die verschwundene Sammlerin. Und die Ahnenfähigkeit sollte man eigentlich auch holen. Vielleicht machen wir das sogar zuerst. Feldlabor und Ahnenfähigkeit. Da oben ist ein Totem. Ja, Herr Jemini, da komme ich ja noch nie hoch. Da brauche ich ja noch einen Ikran, oder? Werden wir sehen. Für heute erstmal genug. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Mit Blinklicht habt ihr es gesehen. Tschüss.